Okay, Leute, gleich geht es los. Wir zählen zusammen runter. 10, 9, 8, 6, 7. Gut, dass Monte nicht bei der NASA arbeitet, sonst hätten wir die letzten 10 Jahre keinen einzigen Start mehr gehabt. Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Julfa. Herzlich willkommen zu einem weiteren Five Nights at Freddy's Fan Game. Heute mal wieder ein besonders nices. Ist das Balloon Boy da hinten? Moin, Servus. Aha, warum frag ich überhaupt? Ein sehr gutes Fangame heute, sah sehr vielversprechend aus. Allerdings sage ich das über jedes Fangame, also halte ich vielleicht besser einfach die Schnauze. Ich hoffe, ihr könnt wie immer gern einen Daumen nach oben dalassen. Abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst. Ansonsten gerne mal das neue Horror-Minecraft-Projekt auschecken. Drüben auf dem Minecraft-Kanal, wir spielen ein brutales Horror-Modpack. Link ist in der Beschreibung, guckt einfach mal rein. Ansonsten nicht vergessen, Computerspiele gibt's super günstig bei Instant Gaming. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Das sind die besten Preise auf dem Markt und wenn ihr dort einkauft, supportet ihr mich. Vielen Dank. Ende der Durchsage. Okay Leute, wir starten den... Oh, wir haben eine Cutscene. Welche Location ist das? Ist es FNAF 1 Location? Irgendwer kommt zum Pizzaessen in die FNAF 1 Location? Clearing Your Name 3D. Das ist übrigens der Name. Der Name vom Game. The Name of the Game. Ja, nice. Hat sich gereimt. Okay, wir sind jetzt hier in der Location. Wir haben aber ein Auto verlassen. Das heißt, wir sind scheinbar nicht mehr das Kind. Wie hält denn der die Taschenlampe? Hä? Irgendwie so hält er die Lampe. Was ist das denn? Der hat einfach eine Klumphand. Aber wir sind jetzt definitiv nicht mehr das Kind. Hier liegt einfach ein Foxy-Kopf. Okay, ich gehe mal davon aus, das Kind ist in die Location gegangen, einfach nur um eine Pizza zu mampfen. Und dann ist irgendwas passiert und wir suchen jetzt das Kind. Kann das sein? Ich kann die Tür nicht öffnen. Muss ich nicht zur Tür rein? Muss ich woanders lang? Muss ich hier ums Gebäude? Nee. Ich kann nicht ums... Irgendwas mit dem Foxy-Kopf machen? Nein. Kann ich hier ums Gebäude rum? Auch nicht, auch eine unsichtbare Wand. Ja, da muss ich doch durch die Tür, oder nicht? Oh, hier kann ich irgendwas machen. Oh, ich kann den Dings hier wegziehen, wegschieben. Oh, und hier hinten ist ein Schlüssel dran. Ja, klar. Ganz logisch, dass der Schlüssel hinten an der Mülltonne klebt. Okay, jetzt können wir hier rein. Mach mal wieder zu. Wir sind jetzt durch die Backdoor reingekommen, durch die Hintertür. Wir sind jetzt hier in irgendeiner Küche. Hier sieht es schon so aus, als wurde hier vor kurzem irgendwer verhackstückt. Der Hackfleisch hassende Zerhacker. Und dann haben wir Suppe gemacht. Nice. Okay, wir schauen uns mal um. Wie gesagt, wir haben keinen Auftrag. Ah doch, hier. Erkunde die Umgebung und finde Hinweise auf das vermisste Kind. Okay, wir sind also irgendein Dude, der das vermisste Kind sucht, was wir am Anfang gesehen haben. Irgendein Kind ist also hier reingegangen, nicht wieder aufgetaucht. Wir müssen es finden. Okay, keine Ahnung, welche Location das hier ist. Auf jeden Fall nicht FNAF 1. Irgendeine random Location. Irgendwas Neues. Kein Plan. Wir haben auf jeden Fall zwei Bühnen. Eine hier links. Eine hier rechts. Da ist der Vorhang so ein bisschen offen. Ich sehe schon Freddy dahinter. Okay. Jetzt sollen wir Hinweise suchen. Da ist ein Büro. Und da sind die Toiletten. Oh, hier steht sogar ein Polizeiauto. Ich höre Foxy. Ist aber bestimmt nicht gut, oder? Aber Foxys Kopf liegt ja draußen. Foxy kann ja nichts machen eigentlich. Okay, wir gehen mal Richtung Büro, würde ich sagen. Einfach mal Richtung Büro. Hier steht schon Mitarbeiter only, also Zutritt nur für Mitarbeiter. Und ein vierstelliger Zahlencode, den wir brauchen. So weit, so gut. Hier ist irgendein Tresor. Müssen ja eher mal eine Bestandsaufnahme machen, was wir alles finden. Bis jetzt aber keine gefährlichen Animatronics. So weit, so gut. Hier ist natürlich Blut am Waschbecken. Na klar. Hier ist das Büro. Oh lol, kann ich hier... Muss ich hier irgendwas suchen in den Schubladen? Oh, wir haben Tape gefunden. Tape 1. Ich guck mal kurz noch weiter. Vielleicht finde ich diesen Zahlencode oder einen Schlüssel noch besser. Okay. Maintenance Room Key. Sehr gut. Noch mehr.
Noch mehr lustige Sachen? Scheinbar nicht. Okay, kann ich das Tape irgendwo einlegen? Kann ich... Oh! Oh! Da ist Chica. Cam Show. Cam Price Corner. Cam Work. Cam Arbeit. Cam, deiner, irgendwer ist hier unterwegs. Das hier ist von den Toiletten der Raum. Okay. Also Chica versperrt uns jetzt den Ausgang. Oh oh. Voll laut, Foxy. Und da ist Bonnie unterwegs mit einem Besen. Okay. Okay, wir gehen mal raus aus den Camps am besten. Wir haben jetzt einen Tape. Können wir das irgendwo abspielen? Mach ihn mal auf. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Könnt ihr jetzt sehr schnell... Bonnie! Schritte. Bonnie ist da am Kehren oder so. Keine Ahnung, was das soll. Oh, hier ist bestimmt Puppet drin, oder? Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Okay, wir haben Tape 1, aber ich weiß nicht, wo ich das abspielen kann. Okay, hier brauchen wir natürlich irgendeinen Zahlencode. Den weiß ich aber nicht. Aber keine Ahnung, wo wir den finden am besten. Ich habe ein bisschen Angst, da rauszugehen jetzt. Ich meine, Bonnie war da gerade ganz süß am Kehren. Aber ich habe ein bisschen Bammel davor, was da als nächstes passiert, wenn ich da rausgehe. Ja, da ist Bonnie am Kehren. Aber ist Bonnie die einzige Animatronic? Draußen, ich meine, Chica versperrt uns den Ausgang ganz offensichtlich. Was war das? Warte mal. Kann ich hier drunter durch? Kann ich nicht. Oh! Ah! Okay, okay. Okay, ich wollte gerade sagen, Bonnie greift uns, glaube ich, nicht an. Aber doch, doch. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ach was, Bruder. Sag bloß. Okay, aber wir starten wieder im Büro. Ich muss nur... Muss ich das Tape wieder einsammeln? Ja, den Schlüssel auch bestimmt, oder? Nee, den Schlüssel nicht. Okay, aber was mache ich denn dann mit dem Tape? Irgendwo muss ich das doch safe einlegen. Aber der hält das allzu in der Hand, als müssten wir es, schnell irgendwo hinbringen oder so. Keine Ahnung, aber ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Ich meine, da ist Bonnie. Und Bonnie ist offensichtlich heiß auf uns. Guck mal. Oder auch nicht. Okay, Bonnie ist nicht mad. Okay. Da sind wir reingekommen, da drüben. Aber da versperrt uns jetzt ja Chica den Weg. Da können wir also nicht rein. Wo geht Bonnie jetzt hin? Okay, Bonnie greift uns offensichtlich nicht an. Wir dürfen Bonnie nur nicht in den Weg laufen. Okay. Dann gehen wir mal rein zu den Restrooms. Wir machen jetzt mal hier zu hinter uns. Okay. Ja, Bonnie kommt nicht hier rein. Okay, okay. Wir schauen uns mal in den Toiletten um. Aber, also hier können wir, glaube ich, ich glaube kaum, dass wir hier irgendwo das Tape abspielen können. Aber irgendwo müssen wir ja hin. Irgendwo müssen wir... Yay! Oi, Golden Freddy! Was? Warum ist dein Kopf nicht drauf, Bruder? Kann ich dir irgendwie... behilflich sein? Was ist mit seinem Kopf denn los? Okay, keine Ahnung, Leute. Von hier drüben sieht der Kopf aber normal aus, oder? Ja, von hier sieht er normal aus. Kleiner Grafikbug. Okay. Wir haben Golden Freddy auf dem Klo gefunden schon mal. Stark! Ah, und Bonnie kehrt jetzt hier durch die Türe. Auch smart, ne? So muss man die Tür nicht extra öffnen. Allerdings bräuchten wir den... Ich glaube, wir brauchen den Zahlencode, Leute. Ich glaube, das, was wir als nächstes finden müssen, ist der Zahlencode, um in den Employees-Only-Room reinzukommen. Ansonsten kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Da ist jetzt Bonnie unterwegs. Ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Ich weiß halt auch nicht, wo wir dieses Tape halt abspielen können. Aber vielleicht müssen wir dafür schon in Employees Only rein. Das kann natürlich sein. Hier ist... Oh. Warte, ich konnte gerade was anklicken. Hier. Oh! Kann ich hier durch? Ich kann hier durch.
Okay, krass. Ich kann hier durch und hinten. Hey! Circus Baby? Was? Und Spring Bonnie? Was ist das für eine Location, Mann? Okay, hier ist auf jeden Fall Freddy auf der Bühne. Hier ist auch Employees Only. Hier kann ich aber rein. Oder war das der Maintenance Key, den wir aufgehoben haben schon? Das kann natürlich sein. Maintenance Parts and Service. Hier ist Farbe. Hier ist irgendwie... Freddy lacht. Ich gehe mal hier rein lieber. Oh, ein Endo. Nice. Stark, stark. Sehr hübsch. Toll. Freut mich. Danke für nichts. Ich kann mich hier unter dem Tisch verstecken. Kann ich auch hier irgendwo ein Tape abspielen? Scheinbar nicht. Ich kann das Endo anklicken. Passiert aber nichts. Das hier kann ich hier nicht anklicken. Okay, warte mal. Kann ich dann vielleicht... Oh, ich kann es bewegen. Okay. Und jetzt? Die Tür ist zugegangen. Warum? Oh, ich kann das ja an die Seite machen. Kann ich auch da rein? Ich kann nicht... Oh, ich habe die Disc fallen lassen. Hier sind Fußspuren. Die da reinführen. Aber ich... Da liegt ein Freddy-Kopf. Ich kann aber nicht springen. Ich kann nicht springen. Wie soll ich da reinkommen? Oh, doch, jetzt hier. Space Jump. Okay, okay. Geht doch, geht doch. Keine Ahnung. Wurde mir eben irgendwie nicht angezeigt. Okay, wir haben hier einen Freddy-Kopf. Dem geht's gar nicht gut. Oh, wir haben einen richtig kaputten Bonnie-Kopf. Scheinbar irgendwelche kaputten Teile, die ersetzt wurden oder so. Und jetzt kommen wir hier, wo kommen wir hier denn hin? Also nicht vergessen, wir sind hier irgendwelchen Fußspuren gefolgt. Gut möglich, dass wir hier irgendwo das Kind finden, das sich hier irgendwo versteckt hat. Ist das hier Schimmel auf dem Boden? Kannst aber auch mal wieder sauber machen, so langsam, ne? Wo sind wir? Wir sind über der Location irgendwo. Ey, ultra creepy hier. Das Holz knarrt. Aber wo kommen wir hier? Ah! Was ist jetzt los? Flashlight. Was? Ich hab doch gar nichts gesehen, hä? Da war doch gar nichts. Was war das denn jetzt? Also der Charakter hatte gerade irgendeine Art Zusammenbruch. I don't know. Dabei habe ich gar nichts gesehen. Aber hier ist jetzt eine Blutspur oder sowas. Die war eben noch nicht da. Und wieder diese Fußspuren, denen wir gefolgt sind. Das sind ja nicht unsere Fußspuren. Ich glaube nicht. Okay, gehen wir mal zurück. Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwas ausgelöst oder so. Keine Ahnung. Ja, hier ist jetzt überall Blut. Wir folgen mal dem Blut. Waren das Schritte von Bonnie? Ich hoffe mal. Oh, ja. Hier sind... Das sind auf jeden Fall Handabdrücke von einem Kind. Wir folgen dem Ganzen mal hier. Ey, ist das creepy. Oh. Dass die Animatronic-Köpfe die Geräusche machen. Sehr, sehr merkwürdig alles, Leute. Das Endoskelett hier ist weg. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Zeichen ist. Ich mache ihn mal auf. Wir... Ich folge weiter dem Blut. Das Blut führt jetzt nach hier vorne. Irgendwo hin. Da ist Circus Baby. That's not good. Bonnie ist weiterhin unterwegs. Jetzt spielt auch noch Musik hier. Da ist der Junge! Ey, ah! Was war denn das jetzt? Die Blutspur führt hier weiter. Hier hinter? Die Blutspur führt hier hin. Kann ich hier... Da... Oh mein Gott, was ist das denn? Das Kind ist in Foxy drin. What the hell?
Was zur Hölle war das denn? Und ich habe immer noch das Tape in der Hand. Was will ich denn mit dem Tape jetzt noch? Hier liegt jetzt auch das Endoskelett. Hier ist... Oh! Da ist das... Das Kind ist dahinter. Das Kind ist in Freddy drin. Oh, was ist das denn? Es folgt mir. Ah! Was willst du von mir? Kann ich... Ich kann hier nicht rein. Oh, oh. Ist das eine Sackgasse? Oh, wir haben ein Problem, Leute. Oh, das war knapp, das war knapp. Wir haben ein gewaltiges Problem. Was muss ich machen? Kann ich gehen, kann ich gehen? Lass mich gehen. Nein, geht nicht, geht nicht. Warte, kann ich hier vielleicht wieder raus, wo ich reingekommen bin? Oh, nein. Schlechte Idee. Alter, ist das ekelhaft. Oh, da ist Bonnie. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Bonnie muss da weg. Bonnie, hör auf, da zu kehren. Ich muss da lang. Oder was muss ich machen? Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Okay, ich gehe einfach hier vorbei. Mach hier mal zu. Mach hier auch zu. Kommt es hier rein? Kommt er hier rein? Oder bin ich hier sicher? Ich höre ihn rennen. Aber ich glaube, er kann hier nicht rein. Ich glaube, wir sind hier sicher. Okay, Leute. Ah, ich habe schon wieder die Tape fallen lassen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Hier drin sind absolut keine Hinweise. Oh, warte mal. Da ist Baby bei Golden Freddy. Ich glaube, wir müssen in den Restroom. Oh, ich glaube, wir müssen in den Restroom. Aber wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Hä, wo ist er denn? Egal, wir gehen hier rein. Was macht ihr hier? Was baut ihr? Hallo? Kann ich euch helfen? Hallo? Okay, ich glaube nicht, dass ich helfen soll. Ja, wo ist... Oh, da ist er! Ey, nee, 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 Bruder. Gar keinen Bock. Warte. Oh, ich hänge am Endoskelett fest. Ich kann hier nicht durch. Das ist eine Sackgasse. Hey. Meine Herren. Was ist... Oh, ein Tisch, ein Tisch. Ich hab... Nein. Ich hab fest... Oha, er nimmt uns richtig hops. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Hä? Wir kriegen die Credits. Wir mussten uns fangen lassen. Oh, das Ende ist also, dass wir einfach erwischt werden. Okay, krass. Ich dachte, wir müssen doch irgendwas machen. Wir mussten uns einfach nur schnappen lassen. Okay, nice. Ein sehr, sehr wildes Fangame auf jeden Fall. Das habe ich so noch nie gesehen, dass ein Kind so aus einer Animatronic rauskommt. Sehr, sehr crazy. Ziemlich wildes Game. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Aber das war es auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. War auf jeden Fall echt wow. Habe ich so in noch keinem FNAF-Game gesehen, Leute. Wie immer ist jetzt hier, oh, hier unten die Playlist mit den FNAF-Fangames. Schaut da einfach mal rein. Ansonsten gerne hier oben ein Abo dalassen oder hier unten auf dem Minecraft-Kanal mal rein subben. Der freut sich auch. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.